Hi zusammen und herzlich willkommen zur 14. Folge auf meinem Channel. Ihr wolltet Pasta, ihr bekommt Pasta, denn ich habe jeden Kommentar von euch gelesen und das wurde jetzt öfter vorgeschlagen und da habe ich mir gedacht, dann machst du doch einfach mal eine. Und zwar mit Garnelen in einer Spinat-Weißwein-Sahnesoße. Also die ist wirklich unfassbar lecker und wie ihr so eine verdammt leckere Pasta zu Hause macht, das zeige ich euch jetzt. Dann fangen wir mal an mit unseren Zutaten. Wie gerade schon erwähnt, machen wir heute mal etwas, was ich bisher noch nicht auf dem Channel hochgeladen habe, nämlich was mit Garnelen. Liebe ich und ihr anscheinend auch, sonst würdet ihr das Video nicht gucken. Lasst euch nicht von dem linken Weißweinglas bzw. jetzt im Hintergrund irritieren, denn das ist meins. Bekommt ihr nicht. Zuerst werden wir dafür unsere Nudeln kochen. Am besten eignen sich hierfür die Tagliatelle, Bandnudeln oder Spaghetti. Hauptsache lange Nudeln. Ich hoffe nicht, dass ich euch jetzt erklären muss, wie man Nudeln kocht. Muss ich doch? Ja gut. Wasser in einen Topf, Wasser kochen lassen, Salz in das Wasser, Wasser abschmecken. Aha, haben wahrscheinlich die wenigsten von euch bisher gemacht, wa? Denn so habt ihr die richtige Menge an Salz für die Nudeln, die ihr haben wollt. Wenn ihr die Nudeln fertig gekocht habt, nicht abschrecken, denn die Stärke auf die Nudeln brauchen wir nachher für die Soße. Als nächstes brauchen wir eine Zwiebel, die wir schön fein würfeln. Und wenn mir jetzt einer ankommt mit, ach man, der macht schon wieder was mit Knoblauch und Zwiebeln. Ja sicher, das ist einfach die beste Grundlage für alles. Und sollte ich irgendwann mal ein Dessert hochladen, wird auch da eine Zwiebel und Knoblauch drin sein. Oder auch nicht, wer weiß das schon. Jetzt werden wir zwei von unseren drei Knoblauchzehen reiben. Dadurch wird der Geschmack des Knoblauchs noch intensiver. Eigentlich würde ich jetzt mit meinem manchmal pubertären Humor sagen, ja, reiben macht alles intensiver, aber heute muss ich mal seriös wirken. Reiben macht alles intensiver. Und schon geht's ans Anbraten. In einer Pfanne erhitzen wir jetzt bei mittlerer Hitze 2 Esslöffel Olivenöl, hauen danach unsere Zwiebel-Knoblauch-Mischung dazu und braten beides zusammen für ca. 3-4 Minuten, bis es eben ein bisschen weicher geworden ist und sich die Aromen entfaltet haben. Und kurz darauf schmeißen wir unsere Garnelos da rein. Die werden ebenfalls mit angebraten, aber nicht allzu lange, denn die werden sehr schnell trocken. Also wenn sie anfangen, die Farbe zu verändern, wie eine Billig Jeans, die man auf Wish bestellt hat, dann nehmt ihr sie aus der Pfanne. Der ganze Vorgang geht recht fix, dauert auch nur so 2-3 Minuten, nur eben aufpassen, dass ihr sie nicht übergart. Die Zwiebeln, den Knoblauch inklusive der Flüssigkeit der Garnelen ein bisschen Farbe nehmen lassen, also nicht die Flüssigkeit, die wird nicht braun, und das Ganze wird dann mit 200 ml Gemüsebrühe abgelöscht. Die Brühe wird jetzt so lange einreduziert, bis ungefähr nur noch die Hälfte davon übrig ist, also 5 Minuten maximal. Dann kommt euer frischer Blattspinat da rein. Ich weiß, das sieht viel aus, als ob ich jetzt irgendwie einen kompletten Hasenstall beglücken würde. Boah, sowas kann ich doch nicht sagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Von dem frischen Blattspinat nehmt ihr jetzt 2 große Hände voll, also es dürften ungefähr 250 bis 300 Gramm sein. Und den lasst ihr jetzt auch bei mittlerer Hitze einkochen / anbraten. Es sieht zwar echt viel aus, aber glaubt mir, das Zeug schrumpft schneller als meine Motivation zu Hause zu trainieren. Wenn der Spinat jetzt richtig schön eingekocht wurde, nehmt ihr eure 200 ml Weißwein, beziehungsweise 400. 200 für den Korb und 200 für die Pfanne. Von wegen, Männer sind nicht multitaskingfähig. Die Restflüssigkeit des Spinats sowie den Weißwein werdet ihr jetzt auch einkochen lassen, bis nur noch die Hälfte davon übrig ist. Und dann kommen eure 200 ml Sahne dazu. Wenn ihr keine Lust darauf habt, euch ordentlich einen in die Figur zu stellen, könntet ihr die Sahne auch mit Creme Fin ersetzen oder sonstige Alternativen. Aber mir ist das egal, Lockdown, mich sieht eh niemand, also Sahne. Die dritte Knoblauchzehe wird jetzt ebenfalls gerieben und kommt mit zu dem Spinat. Ich tue einfach mal so, als ob es gewollt wäre, denn eigentlich wollte ich den Knoblauch zu dem Spinat geben, bevor er mit Sahne abgelöscht wurde. Aber einen großen Unterschied gab es hierbei keinen. Alles zusammen für ca. 5 Minuten einkochen lassen und dann kommen 100 Gramm frischer Parmesan dazu. Natürlich gerieben. Wenn jetzt jemand von euch das Zeug da aus dem Steuer benutzt und sich dann wundert, dass es nicht schmeckt, ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der Käse wird jetzt schön unter die Soße gerührt und solltet ihr nach ca. 3-4 Minuten nicht zufrieden mit der Konsistenz sein oder sollte die Soße zu flüssig sein, könnt ihr selbstverständlich noch mehr Käse reinknallen. Das schadet dem Ganzen überhaupt nicht. Um noch eine richtige Geschmacksexplosion da reinzuknallen, nehmt ihr Zitronenabrieb und zwar von einer halben Zitrone. Bio natürlich. Dann hackt ihr noch ein klein wenig Petersilie, also insgesamt sollten das so 1,5 gehäufte Esslöffel sein. Zerteilt eure Zitrone, denn davon brauchen wir gleich ein bisschen Saft. Und zu guter Letzt eine Handvoll Cherry-Tomaten. Wenn ihr euch das Schneiden der Dinger vereinfachen wollt, habe ich hier einen Tipp. Nehmt dafür 2 Teller mit einem erhabenen Boden, also diese Rillen hier. Legt dann eure Cherry-Tomaten da drauf, dann den zweiten Teller on top und beschwert wird das Ganze mit eurer Hand. Mit einem scharfen Brotmesser einfach schön durchsäbeln. Am besten schneidet ihr auch waagerecht, denn solltet ihr senkrecht schneiden, dann hattet ihr mal 2 Teller und ein scharfes Messer. Seht ihr? Super easy. Ich bin der Meinung, sowas sollte man in der Schule lernen, denn das gibt euch Mehrwert im Leben und nicht, wie man eine Gleichung nach X auflöst. Eure Spinatsoße wird jetzt noch abgeschmeckt mit frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer, einer ordentlichen Prise Salz, einem guten Schwung von eurer frisch gehackten Petersilie und einem ordentlichen Spritzer Zitronensaft. Dann kommen auch wieder eure Garnelen dazu, sowie die Pasta, die ihr vorhin fertig gekocht habt.
Wie vorhin schon kurz erwähnt, dient jetzt die Stärke an den Nudeln, die ihr selbstverständlich nicht abgewaschen habt, dazu, dass sich die Soße nochmal schön abbindet. Dann kommen eure frischen Tomaten da rein und alles zusammen wird jetzt so lange verrührt, bis die Nudeln mit der kompletten Soße benetzt sind und der Spinat auch ordentlich untergehoben wurde. Sollte eure Soße jetzt zu flüssig sein, gebt ihr noch ein bisschen Käse dazu. Sollte sie zu fest geworden sein, einfach noch einen Schluck Weißwein. Und schon ist euer Pastagericht fertig. Fruchtig durch die Tomaten, die Säure von der Zitrone und dem Weißwein passt perfekt zu der Sahne und eben natürlich auch der Garnelen. Und wenn es auf dem Teller angerichtet ist, haut ihr nochmal schwarzen Pfeffer drüber, etwas Petersilie sowie frisch geriebenen Parmesan. Wenn ihr keine großen Garnelenfans seid, könntet ihr diese durch frischen Lachs ersetzen. Und wenn ihr überhaupt gar keinen Fisch oder Meeresfrüchte esst, dann knallt euch einfach ein paar Champignons rein. Ist zwar nur halb so geil, aber selbst schuld. Gerade im Video habe ich erwähnt, Lachs ist mindestens genauso gut wie die Garnelen. Wenn ihr also keine Garnelen-Fans seid oder die Konsistenz nicht mögt, könnt ihr da easy durch Lachs halt ersetzen. Wenn ihr diese Kombination aber noch nicht kennen solltet, definitiv ausprobieren. Ihr werdet es nicht bereuen und eure Verwandten, Familie, Freunde, wer auch immer gerade zu Gast ist, beziehungsweise nur ein Freund, weil der ja auch derzeit nur erlaubt ist, die werden auf jeden Fall begeistert sein. Und wenn euch das Video jetzt auch wieder gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst mir doch bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare. Ach, und wenn ihr den Kanal abonniert habt, könnt ihr auch noch die Glocke drücken, dann werdet ihr direkt informiert, sobald ich was Neues schreibe, hochlade oder wie auch immer. Und wir sehen uns demnächst. Das war zu lang. Da fällt die Kamera. Jetzt müsste das gehen. Das geht schon wieder nicht. Ja, ansonsten ist es eins der simpelsten, wie ich empfinde, ja, guck mal, dann schon wieder Brain Freeze. Ein Zeitaufwand, vielleicht dauert das insgesamt 20 Minuten und dann habt ihr da sowas Leckeres gezaubert. Vielleicht auch 25 oder 30, je nachdem. Was ist das für eine Aussage, ey? Das dauert 20 Minuten, aber vielleicht auch 30.